Und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube. Ich begrüße euch herzlich hier zu einem weiteren Informationsvideo bezüglich neuer Parktube-Kalender. Ja, ihr habt richtig gehört. Nach mehreren Jahren Wartezeit gibt es endlich wieder Parktube-Kalender. Den letzten Kalender haben wir rausgebracht 2017 und zwar für das Jahr 2018. Und seitdem gab es leider gar keine Parktube-Kalender mehr aus verschiedenen Gründen, aus Zeitgründen. Man hat es versäumt. Und mitten im Jahr irgendeinen Kalender rauszubringen auf Brechen und Biegen, da habe ich drauf verzichtet. Und seitdem gab es leider keine Kalender mehr. Aber das wird sich jetzt ändern, denn wir haben eine neue Version 2024. Der neue Kalender ist verfügbar und bleib auf jeden Fall dran. Wenn du einen haben möchtest, hör genau zu, was zu tun ist. Denn es gibt einige Informationen dazu. Aber vorher möchte ich euch so ja, 3 Seiten ungefähr vom Kalender ich sag mal, spoilern. Ja, hier hätten wir zum Beispiel jetzt auch das Deckblatt zum Parktube-Kalender 2024. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus, aber ich möchte euch natürlich 3 Seiten insgesamt jetzt mal vom Kalender spoilern und beginnen tun wir mit dem Monat Juli, denn dort habe ich ein ganz besonderes Bild und zwar von Piraten in Batavia, wenn du in der Station sitzt und quasi Richtung Ride guckst, da noch alle Lampen an sind, beziehungsweise Lichter, sieht das Ganze dann so aus und ich fand das wirklich ein sehr schönes Motiv. Auch der Europapark hatte Interesse an dem Bild und hat sich quasi bei mir gemeldet und gefragt, ob sie dieses Bild auch für ihre sozialen Netzwerke nutzen können. Und tatsächlich habe ich das 1-2 Mal irgendwo schon gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Und von daher finde ich das cool, dass mein Motiv da so begehrt war und in dem Sinne jetzt auch im Parktube-Kalender verfügbar ist. Finde ich ein mega schönes Bild. War einfach ein Schnappschuss und gehört einfach rein. Ja, weiter geht's nach dem Juli. Zeige ich auch direkt den August und da haben wir wirklich ein sehr tolles Motiv und zwar das Mystery Castle im Hintergrund, geschossen aus, ja, aus der Perspektive von River Quest mit den zerbrochenen Fenstern, würde ich so sagen. Und das sieht mega schön aus. Einfach mega tolles Motiv, passt einfach mega gut. Und wie gesagt, ich habe mich bei diesem Kalender mehr an der ja, grauen Farbe orientiert. Die letzten Kalender, die ich ja präsentiert habe in den ja, vergangenen Jahren, die waren eher schwarz gehalten. Aber jetzt wollte ich halt so ein bisschen, ja, ein Update haben und habe mich dann halt für so ein leichtes Grau entschieden. Ja, und ein Bild zeige ich euch noch, beziehungsweise einen Monat, und zwar den letzten Monat im Jahr, Dezember. Und dort haben wir einfach ganz schön im Hintergrund Symbolika und im Vordergrund einen Weihnachtsbaum oder mehrere Weihnachtsbäume. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge für den Monat Dezember. Und ich hoffe, dass euch diese, ja, sage ich mal, 3 Seiten des Kalenders schon heiß gemacht haben, um euch die anderen Seiten anzuschauen. Und das könnt ihr aber nur, wenn ihr euch diesen Kalender bestellt und nach Hause liefern lässt. Und wie funktioniert das Ganze denn jetzt genau? So wie damals auch tatsächlich. Also, ihr müsst Folgendes tun. Ihr schreibt eine E-Mail an parktube@gmx.de mit dem Betreff Kalender oder Parktube-Kalender, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Schreibt dann quasi eure Adresse rein, euren Namen rein und die Stückzahl der Kalender, wie viel ihr davon benötigt. Und genau, das Ganze wird dann so fortlaufen, dass ihr eine Bestätigungsmail dann von mir bekommt mit einer Auftragsnummer. Diese Auftragsnummer gebt ihr dann bei eurer Bezahlung ein. Bezahlt wird tatsächlich leider, muss ich sagen, leider nur über PayPal. Alles andere ist mir zu unsicher, deswegen werde ich da PayPal wieder wählen, so wie in den letzten Bestellungen auch. Damals war PayPal wirklich sehr ergiebig und alles hat wunderbar funktioniert. Also, ich erzähle es euch nochmal. Ihr schreibt eine E-Mail mit eurem Namen plus Adresse und Stückzahl. Dann bekommt ihr eine Bestätigungsmail mit Auftragsnummer von mir und dann bezahlt ihr quasi ja, diesen Kalender. So, und beim Bezahlen müsst ihr natürlich auch die Auftragsnummer ins Vermerk oder in den Vermerk eingeben bzw. eintippen. Ja, Kostenpunkt, das ist natürlich die größte Frage. Kostenpunkt ist einfach glatte 20 Euro und dann wird der Kalender quasi bei uns bestellt, wird verpackt und dann weiter zu euch geleitet bis vor die Haustüre.
Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Normalerweise würde ich euch den Kalender jetzt hier physikalisch präsentieren, aber unser ist noch leider nicht da, weil ich mache das Video gerade kurz vor knapp und die Bestellung läuft noch, von daher doof gelaufen. Aber auf jeden Fall ist die Qualität super. Das kann man auch in den letzten Bestellungen sehen von damals. Die Qualität war einfach unfassbar gut. Also, für 20 Euro bekommt ihr dann so einen Kalender nach Hause geschickt. Finde ich mega cool. Und das Special dabei ist, oder eines der Specials, ist tatsächlich, unter allen Bestellungen wird es einen Glücklichen geben oder eine Glückliche, die noch einen, ja, sage ich mal, ein extra Präsent bei der Bestellung mit dabei haben wird. Aber das ist alles per Zufallsprinzip. Ich entscheide das nicht. Das wird tatsächlich dann per Zufall entschieden, dass einer von euch, der quasi diesen Kalender bestellt, eine kleine Überraschung noch mit dabei haben wird. Aber das finde ich mega cool, dass man da so ein bisschen, ja, spielen kann mit euch. Also, falls ihr Bock habt, könnt ihr jetzt diesen Kalender bestellen. Anmeldeschluss bzw. Bestellschluss ist der 16.12. Deswegen, damit ihr den Kalender auch bzw. spätestens noch vor Weihnachten bekommen könnt. Von daher, falls du den Kalender dann haben möchtest, noch vor Weihnachten, 16.12. ist Einsendeschluss. Und dann kriegst du den Kalender hoffentlich dann bis Weihnachten nach Hause geliefert. Also, E-Mail parktube@gmx.de, dort schreibst du dann Name, Adresse und Stückzahl. Dann kriegst du eine Bestätigungsmail von mir mit einer Bestellnummer. Das Ganze gibst du dann bei deiner PayPal-Bezahlung an mit der Bestellnummer und dann läuft das Ganze, ja, wie geschmiert, hoffe ich. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bestellst dir einen Kalender. Es würde mich tatsächlich sehr freuen. Es sind auf jeden Fall sehr schöne Motive dabei und das sollte man sich als Freizeitpark-Fan auf jeden Fall an die Wand nageln. Und das werden wir natürlich direkt tun, wenn unser Exemplar da ist. Ich freue mich schon mega drauf, wenn es da ist. Ich werde es auf jeden Fall mal präsentieren auf Instagram oder in einem Livestream, um euch zu zeigen, dass die Qualität wirklich mega gut ist. Aber ich hoffe, dass du jetzt Bock drauf hast, einen Kalender zu bestellen. Es würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Für 20 Euro ist alles erledigt. Plus eventuelle Überraschung für dich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln wir nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder hier bei einem weiteren Video auf dem Parktube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dann. Ciao.